paar Leute, die wir hier verfolgen auf dem Kanal, so zu Unterhaltungszwecken. Und eine davon ist ja diese Trennung von Oliver Pocher und Amira Pocher. Und da gibt es ja jetzt auch so einen Dunstkreis. Und deswegen dachte ich, machen wir mal was über Cora Schumacher und Olli Pocher heute. Jetzt haben wir ja doch auch ein bisschen Dschungelcamp geguckt, wollten wir eigentlich gar nicht, aber gut. Ja, why not? Und sie ist ja so auf sehr merkwürdige Weise ausgeschieden. Also für die Hintergründe jetzt nicht kennen, es wird gesagt, sie hätten Affäre gehabt, Cora Schumacher und Olli Pocher, wissen wir natürlich nicht. Es ist jetzt, ich denke, sie hat es, also sie hat es gesagt, sondern es ist nicht, also habe ich das verstanden, dass sie es bestätigt hat irgendwo. Und habe jetzt nicht gehört, dass Olli Pocher das dementiert hat, so, ne? Also von daher scheint was dran zu sein. Und ja, ansonsten haben wir ja auch verfolgt, wie affig das ist, dass er immer seine Amira total fertig macht, aber selber womöglich auch schon was Neues am Start hat. Und genau, und da hat es erstmal sehr ekelhafte Äußerungen gegeben von Oliver Pocher, muss ich echt sagen. Also der tut ja alles dafür, dass man ihn unsympathisch findet, aber gut, tut ja seinem Ruhm schon mal keinen Abbruch. Ich sag ja, man kann Leute heutzutage auch nicht mehr canceln, das geht aber gar nicht mehr. Es sei denn, man macht super extreme Sachen. Und genau, sie ist gestern aus diesem, sehr plötzlich aus dem Dschungelcamp ausgeschieden, wo man sich ein bisschen gefragt hat, warum und wieso irgendwie, ne? Also erst hieß es, also sie hat vorher gesagt, sie hätte gesundheitliche Probleme gehabt, aber der Camparzt, also spielt wohl auch eine große Rolle, ob es gesundheitliche Probleme gibt oder nicht, also ob man jetzt diese Gage da kriegt oder nicht. Camparzt hat wohl gesagt, nee, kein Problem, hat er irgendwie über Rauch geklagt und sie hat dann mal gesagt, nee, ich habe so einen Husten und hörte sich auch ganz schlecht an, sage ich jetzt mal, hatte wohl auch gerade Corona, also könnte sein. Aber ich habe auch ein bisschen gedacht, irgendwie ist das auch merkwürdig. Und erstmal, also erstmal können wir vorstellen, das ist auch psychisch total anstrengend da. Also bestimmt nicht für jeden was, ne? Dann hast du vielleicht gedacht, geil, jetzt kriege ich hier noch ein bisschen Aufmerksamkeit, nicht nur mit dem Dschungelcamp, sondern hat das ja auch schön vorher lanciert mit Olli Pocher. Der, da kommen wir gleich noch zu, hetzt aber ordentlich über sie in seinen Shows. Vielleicht auch nicht so lustig, tut dann, macht vielleicht auch nicht so viel Spaß. Aber ich, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, ich hatte das Gefühl, dass es einen ganz anderen Grund haben könnte, weil sie hat ja, also ich habe sie schon ein, zweimal im Fernsehen gesehen, da kam ja einmal zu Corona-Zeiten, kam irgendwie, weiß ich nicht, das Camp der guten Laune, irgendwie so eine absurde Show auf so eine, auf Join, glaube ich, wo sie versucht hatte, da mit Marc Terenzi anzubindeln, was irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Gut, müssen auch mal, könnten auch mal über ihren Liebeschip reden. Marc Terenzi, Oliver Pocher, okay, weiß ich auch nicht. Aber gut, die wollen ja immer Promis haben dann auch. So ist der Mensch halt. Aber was ich zum ersten Mal gehört habe von ihr, ist, dass sie über ihre Ehe mit Ralf Schumacher was gesagt hat, so. Und da, ich hatte schon früher gedacht, dass die wollen das bestimmt nicht, dass man ihre, dass man die Schumachers da monetarisiert, sag ich mal. Und sie, da hat sie ja auch gesagt, naja, also ja, ich will es auch nicht wiederholen, jetzt hier hat sie ja ein paar Sachen gesagt über die Ehe und oder über die Familie und ihr Kind und hat aber gleichzeitig gesagt, naja, sie könnte ja nicht mehr sagen, sie hätte ja eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, so, ne? Und ich meine, Leute, die wissen, wie man es macht, die machen halt solche Sachen gründlich und lassen einen wahrscheinlich, könnte ich jetzt vermuten, ist da sowas gelaufen wie, okay, du kriegst jetzt hier so und so viel Geld, aber dann kam kein Bock hier, dass du unsere Familie hier ausschlachtest später. Ja, musst du halt so ein Ding unterschreiben und da musst du dich halt auch dran halten, ne? Und ich habe so gedacht, also allein schon, was sie angedeutet hat und dass sie gleichzeitig gesagt hat, sie hat so ein Ding unterschrieben und ich weiß ja, wie streng sowas ist und so als YouTuber, der schon ein paar Jahre dabei ist, kennt man sich, hat man leider ein Wissen über solche Sachen, was man eigentlich gar nicht haben will. So, aber ja, wie streng sowas ist, dachte ich mir, ist sie da nicht schon zu weit gegangen eigentlich mit dem, was sie da gesagt hat? Und also meine Vermutung ist ja, aber das ist wirklich nur Vermutung, vielleicht haben sie da auch die Anwälte zurückgepfiffen, wer weiß, und gesagt, Mädchen,
mach das lieber nicht, was du da machst irgendwie. Aber gut, vielleicht werden wir das irgendwann mal erfahren. Aber jetzt müssen wir nochmal drüber reden, wie ekelhaft Oliver Pocher über sie redet. Also ich lese mal so ein paar Sachen vor hier. So, das ist, wird zitiert aus der Bild. Oliver Pocher auf der Bühne, das mit Cora und mir sollte eigentlich geheim bleiben. Wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt. Sie hat sich da ein Malbuch ausgeliehen und ich bin gerade händchenhaltend mit Ralf reingekommen. Er weiter, ich wollte auch mal was anderes, eine Frau mit Stil und Niveau. Boah, wie fucking ekelhaft ist das, ey. Vielleicht verlinke ich euch mal ein, zwei Artikel hier drunter. Ich habe gerade aus der Zeitung erfahren, dass ich gerade Cora Schumacher habe, aber ich erzähle die Geschichte. Ich habe Ralf in der Sauna in den A, dann kam Cora rein, hat was für OnlyFans gedreht, da sagte ich, wünsche mal jedes Mal gleich weiter. Also ich denke, mehr spare ich mir mal. Wie ekelhaft kann man sein? Der Typ ist einfach, also ich habe ihn am Anfang noch ein bisschen verteidigt, auch wenn man, ich verstehe das ja auch, wenn so eine Ehe auseinandergeht, man ist verletzt und aber ey, wie ekelhaft kann man sein, ey? Also ich finde es wirklich einfach nur shocking irgendwie. Und gucken, ob ich noch irgendwas habe. Von, naja gut, dann hat er ja auch über Amira wieder hergezogen. Also jeder ihrer Lover, also wie scheiße sie sich da darstellt. Und ja, auch so, hat ja auch so ein bisschen gesagt, ja, der Christian Düren, der so ungefähr, der, was weiß ich, macht ja mit vielen rum und Amira ist irgendwie leicht zu haben, so in die Richtung, und oder es gehört auch zu so diesem Beuteschema, also hat sich da, ich finde jetzt gerade die genauen Sätze hier, aber hat sich da auch über sie mokiert und mal ganz ehrlich, also gerade er, aber das ist immer so, die Leute, die am meisten andere kritisieren, ne? Wie viele Leute hat er kritisiert? Und jetzt ist er wirklich der aller fucking Schlimmste, ne? Also, boah, ey. Also muss ich echt sagen, das kann man irgendwie verstehen, dass Amira mit dem nicht mehr zusammen sein wollte. Und sie zahlt echt einen hohen Preis dafür. Also sowas kann ja ohne Ende weitergehen, ne? Dieses immer wieder hetzen und einen nächsten Partner wieder hetzen. Und auch dieses komische, das kenne ich ja auch aus so Trennungskonstrukten, sage ich mal, dass jemand zurückhaben will und gleichzeitig den die ganze Zeit runterputzt, ne, was erstmal so widersinnig ist, aber das sind halt so Ego-Geschichten und das ist nichts Gutes, ne, das ist nichts Gutes, muss man wirklich sagen, ne? Was denkt ihr dazu in diesem Sinne? Macht lieber die fucking Kurse, dass ihr sowas gar nicht erst reinkommt und ja, lasst mir gerne ein Abo da, das wollte ich nochmal betonen, also bei mir ist so die Nicht-Abo-Quote relativ hoch, also lasst mir gerne ein Abo da und jetzt muss ich wieder den nächsten Call und sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.